Nicht in das Räderwerk der Geschichte, wie es so leichthin heißt, sind sie geraten. Sie wurden umgebracht, aber nicht von der Geschichte, sondern von Menschen. Einige verdanken ihr Leben aber auch nur dem Zufall. Auch die nachfolgenden Verbände nähern sich dem Lager eher vorsichtig. Sie fürchten, unter den 21.000 Menschen so vieler Nationen könne Chaos ausbrechen. Außerdem haben sie Angst, dass bewaffnete Häftlinge Rache an der Weimarer. Deutsche Arme wieder rüstig schaffen und deutsche Kinder wieder fröhlich lachen, bist du. Wir tragen dich in unserem Herzen. Du bist der Führer, Deutschlands Retter. Du bist die Treue, du bist die Liebe, unser Glaube. Ich liebe dich aus Herzensgrund, dein will ich sein, dir will ich dienen, jeden Tag und jede Stunde, als treuer Kämpfer. Buch steht unter Landschaftsschutz. Ein Versuch, die Natur vor dem Wüten des Menschen zu bewahren. Wer aber bewahrt den Menschen vor dem Wüten des Menschen?